Mit ihm hat 1888 alles begonnen. Benannt nach seinem Erfinder, dem Fabrikanten Andreas Flocken, war der Flocken das erste vierrädrige Elektroauto der Welt. Dass gerade zu Beginn des Zeitalters der Automobile elektrobetriebene Vehikel den Markt bestimmten, ist dabei heute fast gänzlich in Vergessenheit geraten. Für die hessische Landesregierung steht die Elektromobilität seit einigen Jahren wieder ganz hoch im Kurs. Also das Land Hessen hat Elektromobilität seit 2008 im Fokus. Das heißt also, wir machen dort relativ viel. Wir haben alleine Programme für über 40 Millionen Euro zur Förderung der Elektromobilität eingeleitet. Wir selbst haben eigene Elektrofahrzeuge für Postdienste und auch für innerstädtischen Verkehr. Ladestellen haben wir mehrere hundert in Hessen gemeinsam mit den Kommunen geschaffen, damit Menschen auch entsprechend ihre Autos unterwegs aufladen können und nicht nur zu Hause. Also wir sind auf gutem Weg. Die Politik steht dabei vor der besonderen Herausforderung, der Elektromobilität den Weg zu ebnen. Wir versuchen, die Infrastruktur zu schaffen und die Menschen müssen sich davon überzeugen. Und dazu dienen natürlich auch Veranstaltungen wie hier, 125 Jahre Elektromobilität, dass man sie erfahrbar und zwar im wahrsten Sinne des Wortes machen kann. Dass man einfach mal mit einem Elektroauto fährt und sieht, huch, da komme ich ja ganz prima mit voran, genauso gut wie mit einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, nur wesentlich ökologischer und in Zukunft meiner Meinung nach auch wesentlich günstiger. Mit der vor Ort verfügbaren Forschungs- und Wissenschaftslandschaft will Hessen in Sachen Weiterentwicklung der Elektromobilität eine entscheidende Rolle übernehmen. Und das natürlich auch gerade hier in Rüsselsheim. Ja, Rüsselsheim ist ein Automobilstandort, ist ein Standort für Forschung und Entwicklung. Ein Viertel der Arbeitsplätze, die hier am Standort sind, sind Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Entwicklung. Und ein Großteil der Technologie oder ein Teil der Technologie, die jetzt auf dem Markt sind hier entwickelt worden. Speziell von General Motors, also sprich der Opel Ampera oder der General Motors Volt. Das sind Fahrzeuge, die wurden hier entwickelt und deswegen ist Rüsselsheim der prädestinierte Standort für solche Feierlichkeiten. Und feiern will die Stadt vor allem am Wochenende. Spiel, Spaß und Forscherdrang stehen am Samstag und Sonntag im Rathaus auf dem Programm. Und das natürlich alles rund ums Thema Elektromobilität.